Ups. Hallo. Hi. Hi, Kamera ist da. Ja, also, ist auch egal, sieht sowieso gut aus. So, dann starten wir. Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz in der Liqui Moly Handball Bundesliga. Die SG Flensburg-Handewitt gegen die HSG Wetzlar mit dem Endstand 31:28. Und wir möchten uns ganz herzlich bei 6.300 Zuschauern bedanken und somit einer ausverkauften Flens Arena. Neben mir möchte ich ganz herzlich begrüßen den HSG-Cheftrainer Kai Wandschneider und wie immer zu meiner Rechten SG-Cheftrainer Mike Machulla und SG-Geschäftsführer Dirk Schmeschke. Kai, wie fasst du denn das Spiel in deinen Worten zusammen? Ja, gutes Stichwort. Ja, wir haben zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten von uns gesehen. Wir haben in der ersten Halbzeit viel zu viel technische Fehler gemacht. Auch zum Teil aus dem eigenen Gegenstoß raus. Und als wir dann schnell deutlich hinten lagen, wollten wir, glaube ich, viel zu viel auf einmal, ja, und schnell wieder rankommen. Das ist, also der Schuss ist sozusagen nach hinten losgegangen. Ich glaube, wir haben 8 technische Fehler in der ersten Halbzeit gemacht und 9 direkte Konter kassiert. Positionsabwehr war ich zufrieden, mit der Torwartleistung war ich sehr zufrieden in der ersten Halbzeit. Aber was ich hier als Wetzlarer Trainer eben dann auch mitnehme, ist, dass wir bravourös gekämpft haben, uns zurückgekämpft haben in das Spiel. Und dann wirklich eine, sagen wir mal, wirklich sehr, sehr gute zweite Halbzeit gespielt haben. Man darf ja nicht vergessen, wo wir hier spielen. Also jetzt, sorry, auch Mike und Dirk, nochmal herzlichen Glückwunsch zu dem Sieg, der natürlich zu 100% in Ordnung geht. Ich denke auch, dass Flensburg aufgrund der sehr unglücklichen oder sehr unglücklichen Punktverlustes im Hinspiel und auch aufgrund unserer Leistung in der ganzen Saison natürlich hier gegen uns absolut seriös und mit einer 100%igen Einstellung reingegangen sind. Und ja, insgesamt bin ich dann doch aufgrund der zweiten Halbzeit zufrieden, darauf können wir aufbauen. Müssen eben sehen, dass wir nicht so viele technische Fehler produzieren. Dankeschön. Danke auch. Mike, du hast gesagt, im Vorwege gesagt, du möchtest die Leistung aus dem Saget-Spiel konservieren. Wie fällt denn dein Fazit nun aus? Ja, schönen guten Abend. Kai, danke für die Glückwünsche. Ja, erstmal unterstellst du uns natürlich damit, dass wir uns auf die anderen Gegner nicht so gut vorbereiten. Das machen wir natürlich. Aber wir haben uns natürlich haben uns sehr, sehr gut vorbereitet und wir haben das natürlich sehr ernst genommen, weil das ist nicht nur in dieser Saison, das ist in den letzten Jahren so, ist Wetzlar eine Mannschaft, die du mehr als ernst nehmen musst, die immer in der Lage sind, große Mannschaften zu ärgern und auch Punkte zu klauen. Und das wollten wir unbedingt vermeiden, vor allen Dingen in eigener Halle. Wir haben das gesehen in den letzten Wochen und Monaten, wo sie überall gepunktet haben. Und das spricht natürlich für die Mannschaft, das spricht für Kai, spricht für seine Arbeit und das nur ein kleines Lob von meiner Seite als junger Trainer an einen alten Hasen. Zum Spiel heute, natürlich bin ich sehr zufrieden mit der Anfangsphase, weil wir wirklich sehr, sehr diszipliniert angefangen haben. Wir haben wirklich Druck gemacht von allen Positionen. Wir haben das gemacht, was wir uns vorgenommen haben. Wir sind gelaufen, haben wirklich Druck gemacht die ganze Zeit. Hat uns natürlich auch geholfen, dass Bergerüth gut reinkommt und gleich ein paar Paraden hat, sodass wir auch Sicherheit bekommen in der Abwehr. So, da war ich sehr, sehr zufrieden. Ich finde tatsächlich, dass wir ein bisschen fahrlässig sind in den Möglichkeiten in der ersten Halbzeit. Gerade Jens Schönger, der dreimal Holz trifft, Innenpfosten raus. Vielleicht hätten wir noch ein bisschen höher führen können. Das wäre aber natürlich dann vielleicht auch ein bisschen zu viel gewesen. Aber insgesamt bin ich natürlich zufrieden, mit 7 Toren in die Halbzeit zu gehen. In der zweiten Halbzeit kommen wir gut raus, starten gut, führen mit 9, 25, 16 und dann verlieren wir die letzte Viertelstunde 12, 6. Und das ist natürlich etwas, wo wir nicht zufrieden sein können mit. Wir haben vorne dann ein bisschen das Handballspiel eingestellt, haben ein bisschen wenig Bewegung gemacht, haben den Ball weniger laufen lassen, haben mehr versucht, aus dem Stand zu spielen. Vielleicht ist es am Ende auch so, dass wir in 20 Tagen jetzt 7 Spiele hatten mit vielen Auswärtsreisen auch, dass das ein bisschen die Müdigkeit dazu kommt, dann lässt die Konzentration nach. Ich kann das ein Stück weit verstehen, aber wir dürfen es natürlich so nicht machen. Und dann ja, lädst du Wetzlar wieder ein, die auf einmal dann wirklich vorne dann auch wieder mutig agieren, die ihre Gegenstöße laufen und dann wird es nochmal
eng. Und das finde ich unnötig. Dafür haben wir es eigentlich zu gut gemacht, sodass wir am Ende hier mit dem Sieg dastehen mit 3 Toren. Ist natürlich in Ordnung. Ich hätte es mir aber am Ende ein bisschen deutlicher gewünscht, klar. Aber wir sind sehr zufrieden. Und ja, jetzt erholen wir uns wieder und dann geht es Mittwoch weiter. Dankeschön. Danke dir, Mike. Dirk, das war die 50. Partie gegen Wetzlar. Bist du denn happy über den Ausgang? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, beide Trainer haben das richtig gesagt. Wir haben Wetzlar sehr ernst genommen, auch schon aufgrund der Ergebnisse diese Saison, aber auch der letzten Jahre. Und die Spiele gegen Wetzlar waren nie einfach. Hinspiel hat das ja deutlich genug gezeigt. Und von daher bin ich sehr, sehr zufrieden und bleibe dabei, dass die Saison noch lange ist und dass solche Spiele wie heute uns dabei helfen. Wir haben, finde ich, die erste Halbzeit richtig gut gespielt. Das war auch mein Gefühl. Sehr sicher und mit den vielleicht hier und da ausgelassenen Chancen. Und in der zweiten Halbzeit hat man aber auch gesehen, dass eine Mannschaft wie Wetzlar Qualitäten hat. Und wenn man da nicht auf dem höchsten Fokus ist, die letzte Viertelstunde, dann wird es schwierig. Das schaffen wir aber und haben es die letzten Spiele geschafft. Ich bin froh über unsere Mannschaft, die sich, egal unabhängig, wer spielt, wie gespielt wird, ein Ziel setzt, wir wollen gewinnen. Die Zuschauer merken das auch. Ich kann das nur wiederholen. Vielen Dank daran. Dieses Gefühl ist gut, das wir im Moment haben. Ich sehe im Moment auch, muss ich auch an dieser Stelle mal sagen, dass man jetzt in den letzten Spielen auch erkannt hat, welche Qualitäten Michael Jurecki hat, der sich auch sehr in die Mannschaft einbringt. Aber jeder Spieler, das spürt man in der Kabine, will. Und das ist für mich wichtig. Und das macht den Spaß aus, den wir haben und auch die Freude am Erfolg. Und da gebe ich unserem Trainerteam und der Mannschaft ein großes Kompliment. Und da müssen wir einfach nur Ruhe bewahren und nicht die Nerven verlieren und weiter nach vorne schauen. Das ist mein Fazit von heute. Und ich bin jetzt mal gespannt, was am Mittwoch passiert, weil dann können wir ja, wir jetzt auch nicht zu viel sagen, aber mal interessiert nach vorne gucken, was danach dann losgeht. Wir sind ja qualifiziert auch fürs Achtelfinale und dann wird es da richtig spannend und ich glaube, dass wir unseren Fokus weiterhin berechtigterweise auf beide Wettbewerbe legen und dafür werden wir alles tun. Danke dir. Gibt es von eurer Seite aus weitere Fragen? Gerne. Kai, ich hätte eine Frage an dich. Es war ja nur euer erstes Spiel nach der Verkündigung deines bevorstehenden Abschieds in 1,5 Jahren. Hattest du in der ersten Halbzeit das Gefühl, das hat mit der Mannschaft was gemacht, weil es war ja ein recht schwacher Auftritt? Das ist schwer, ne? Also wie soll ich das auseinanderhalten? Also ich habe ja auch jetzt so die Entwicklung von Flensburg, die letzten Spiele gesehen, das Spiel gegen Szeged. Genauso wie Dirk das gesagt hat, diese deutliche Aufwärtsentwicklung bei Michael Jurecki. Es kommen eben auch Holger Glandorf macht auf mich einen frischeren Eindruck als am Anfang der Saison. Ja, und also ich habe Punkte in Flensburg, aber leider nur wegen Geschwindigkeitsüberschreitung und sonst noch nie weder mit Dormagen noch mit Wetzlar. Ja. Und also das ist ganz schwer zu beurteilen. Aber eine Sache kann ich sagen. Also man kann nicht mit Wetzlar Achter sein und jede Menge Mannschaften, die deutlich höhere Etats haben als wir in der Mannschaft stecken, hinter sich lassen und das Jahr für Jahr, wenn da es nicht so wäre, dass kein Löschblatt zwischen Trainerteam und Spieler passen würde. Ja. Also die Spieler waren schon sehr erschüttert und sehr geschockt, als sie diese Nachricht gehört haben. Und es kann sein, dass sie es besonders gut machen wollten, ja, in der ersten Halbzeit. Eine Sache ist klar, so, das destabilisiert erstmal hier dieses System, aber ich glaube, dass wir gestärkt daraus hervorgehen werden und müssen das einfach so mitnehmen. Vielleicht haben wir heute hoffentlich nur eine Halbzeit gebraucht, um das wegzustecken. Die zweite Halbzeit haben wir ja auf einem ganz anderen Niveau gespielt. Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann möchte ich euch gerne noch die weiteren Ergebnisse an die Hand geben. Der Bergische AC gewinnt zu Hause mit 28-27 gegen den TSV Hannover Burgdorf. Und die Eulen Ludwigshafen trennen sich gegen die MT Melsungen mit 25-25 unentschieden. Wir sehen uns wieder am Mittwoch in der Velux EHF Champions League gegen RK Celje. Und bis dahin bleibt gesund. Danke und ciao.